Die Sache mit freien Lizenzen wird manchmal sehr kompliziert. Zum Beispiel, wenn ich ein Arbeitsheft von jemandem finde, in dem ein Bild eingebaut ist, das eine dritte Person gemacht hat. Diese Figuren hier sollen uns beim Erklären helfen. Aber Vorsicht, bei diesem Video drohen Verknotungen und Verrenkungen im Gehirn. Die Lizenzen von Creative Commons, kurz CC-Lizenzen, sind eine wunderbare Hilfe im Bereich Open Educational Resources. Aber auch für Menschen, die die CC-Lizenzen gut kennen, bildet sich manchmal Kuddelmuddel im Kopf. Eine häufige Ursache: wir unterscheiden nicht nach Lizenz nehmen und Lizenz geben. Schauen wir uns das an einem konkreten Beispiel einmal genauer an. Wir haben Frau A. Frau A ist Lehrerin an einer Grundschule. Das ist Frau B. Frau B gibt Kurse an einer Volkshochschule. Jetzt findet Frau A im Internet ein Arbeitsheft, das sie gerne für ihren Spanischunterricht nutzen möchte. Dieses Arbeitsheft kommt von Frau B, die hat es sich selber ausgedacht und gestaltet. Damit ist Frau B die Urheberin dieses Arbeitsheftes. Wenn jetzt Frau A das Arbeitsheft von Frau B nutzen möchte, braucht sie dafür die Erlaubnis von Frau B. So eine Erlaubnis heißt in der Sprache der Juristen eine Lizenz. Frau B kann also eine solche Lizenz gegenüber Frau A ausstellen, mit der Frau A die Nutzung des Arbeitsheftes erlaubt wird. Frau A ist in diesem Fall also eine Lizenznehmerin. Frau B ist die Lizenzgeberin gegenüber Frau A. Diese Rollen, Lizenz nehmen, Lizenz geben, beziehen sich immer auf ein konkretes Werk, in diesem Fall also auf das Arbeitsheft. Was genau durch diese Lizenz erlaubt ist, das kann sich Frau B aussuchen und in die Lizenz reinschreiben. Als Urheber kann man sich prinzipiell ständig neue Lizenzen ausdenken, die unterschiedliche Erlaubnisse geben und unterschiedliche Auflagen dabei machen. Allerdings ist das Leben sehr kompliziert, wenn man ständig neue Lizenzen kennenlernen und verstehen und befolgen muss. Hier kommen die freien Lizenzen von Creative Commons, kurz CC-Lizenzen, ins Spiel. Die CC-Lizenzen haben einen enormen Vorteil. Es handelt sich um sogenannte Jedermann-Lizenzen. Das heißt, dass sie pauschal für alle gelten. Frau A bekommt mit der CC-Lizenz also eine Erlaubnis, für die sie Frau B gar nicht erst fragen muss, denn die Lizenz gilt ja für alle. Der zweite große Vorteil der CC-Lizenzen ist ihre Verbreitung. Millionen und Milliarden von Materialien haben diese Lizenzen. Wenn man die CC-Lizenzen also einmal verstanden hat, kann man sie immer wieder einfach so anwenden, ohne sich jedes Mal Gedanken über die Lizenzbedingungen machen zu müssen. Zurück zu Frau A und zu Frau B. Frau B hat also dieses Werk geschaffen und ist Lizenzgeberin. Frau A will das Werk nutzen und ist Lizenznehmerin. Jetzt machen wir die Sache eine Nummer komplizierter. Dafür kommt Herr C ins Spiel. Herr C hat ein Bild gemalt und im Internet veröffentlicht und Herr C hat dieses Bild unter einer CC-Lizenz freigegeben. Dieses Bild hat nun Frau B gefunden und in ihr Arbeitsheft eingebaut. Das Arbeitsheft besteht also aus diversen Aufgaben, für die Frau B die Urheberin ist, und aus dem Bild, für das Herr C der Urheber ist. Frau B ist nun also sowohl Lizenzgeberin als auch Lizenznehmerin. In Bezug auf ihr Arbeitsheft ist Frau B die Lizenzgeberin gegenüber Frau A. In Bezug auf das Foto ist Frau B die Lizenznehmerin gegenüber Herrn C. Und jetzt die Preisfrage. Was ist Frau A in Bezug auf das Bild? Frau A hat ja das Arbeitsheft von Frau B gefunden, ist also Lizenznehmerin gegenüber Frau B. Frau A hatte mit Herrn C bisher gar nichts zu tun. Tatsächlich ist es so, dass Frau A mit der Nutzung des Arbeitsheftes auch Lizenznehmerin gegenüber Herrn C geworden ist. Frau A ist nun also Lizenznehmerin gegenüber Frau B und Herrn C. Das klingt jetzt alles sehr kompliziert und eigentlich ist es das auch, weil man bei der Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken immer die Erlaubnisse, also die Lizenzen, berücksichtigen muss. Aber die CC-Lizenzen machen uns das Leben deutlich einfacher. Denn Frau A hatte ja gar keine Mühe, sich um die Lizenz von Herrn C zu kümmern. Durch die CC-Lizenz kann sie das Bild, das Frau B eingebaut hat, mitnutzen, ohne überhaupt Herrn C zu bemerken, geschweige denn, ihn um Erlaubnis bitten zu müssen. So, ich kann mir vorstellen, dass nicht nur mir jetzt der Kopf schwirrt. Deswegen erklären wir die ganze Sache noch einmal etwas abstrakter. Wir haben da mal was vorbereitet. Los geht's wieder mit Frau A und Frau B. Wir haben
Frau A, Lehrerin an einer Grundschule. Das ist Frau B, Kursleiterin an einer Volkshochschule. Frau A findet im Internet ein Arbeitsheft in der Urheberrechtssprache ein Werk. Dieses Werk kommt von Frau B, sie hat das Werk geschaffen, ist also die Urheberin dieses Werks. Frau A möchte jetzt das Werk von Frau B nutzen, dafür braucht Frau A eine Lizenz von Frau B. Frau A ist in diesem Fall also eine Lizenznehmerin, Frau B ist die Lizenzgeberin. Diese Rollen beziehen sich immer auf ein konkretes Werk. Frau B kann sich als Urheberin frei überlegen, was in dieser Lizenz steht. Sie kann nach Belieben Erlaubnisse und Auflagen verteilen. Einfacher wird das Leben, wenn freie Lizenzen wie die von Creative Commons, kurz CC, im Spiel sind. Bei den CC-Lizenzen handelt es sich um sogenannte Jedermann-Lizenzen. Das bedeutet, dass sie pauschal für alle gelten. Frau A bekommt mit der CC-Lizenz eine Erlaubnis, ohne dass sie Frau B fragen müsste. Außerdem kennt sie schon die Bedingungen der CC-Lizenzen und muss sich nicht mit jedem neuen Werk mit neuen Lizenzbedingungen beschäftigen. Noch einmal zur wichtigen Unterscheidung zwischen Lizenz nehmen und Lizenz geben. In Bezug auf unser Werk ist Frau B die Lizenzgeberin. Sie hat das Werk erschaffen, sie kann die Erlaubnis zur Nutzung geben. Frau A will das Werk nutzen, sie ist damit die Lizenznehmerin. Jetzt wird es wieder komplizierter. Es gibt nämlich auch noch Herrn C. Herr C hat dieses Bild hier gemalt, das ist sein zweites Werk. Und das Bild hat Herr C unter einer CC-Lizenz veröffentlicht. Frau B hat das Bild im Internet gefunden und in ihr Arbeitsheft eingebaut. Sie hat also ein Werk mit einem anderen Werk kombiniert. Das Heft besteht aus diversen Aufgaben, die sich Frau B ausgedacht hat und dem Bild, das sich Herr C ausgedacht hat. Für den einen Teil ist Frau B die Urheberin, für das Bild ist Herr C der Urheber. Was bedeutet das für die Rollen in Sachen Lizenz geben und Lizenz nehmen? Frau B ist sowohl Lizenzgeberin als auch Lizenznehmerin. In Bezug auf das Arbeitsheft ist sie gegenüber Frau A die Lizenzgeberin. In Bezug auf das Bild ist sie Lizenznehmerin gegenüber Herrn C. Und jetzt wird es gleichzeitig kompliziert und ganz einfach. Wie steht es um das Verhältnis zwischen Frau A und Herrn C? Frau A hat Herrn C ja vielleicht noch nicht einmal bemerkt, als sie das Arbeitsheft bei Frau B gefunden hat, aber tatsächlich ist sie mit der Nutzung des Arbeitshefts, in dem er das Bild von Herrn C steckt, auch Lizenznehmerin von Herrn C geworden. Das klingt kompliziert, ist aber tatsächlich ganz einfach, weil die CC-Lizenz ja für jedermann gilt, also auch für Frau A, ohne dass sie fragen müsste. Soweit unsere große Erklärung zum Lizenznehmen und Lizenzgeben. Ich hoffe, dass zwei Dinge klar geworden sind. Erstens, wenn es bei CC-Lizenzen kompliziert wird, hilft es oft, wenn man sich in Ruhe klar macht, wer in Bezug auf welches Werk eigentlich Lizenzgeberin und wer Lizenznehmerin ist. Gerade wenn man eine Komposition aus mehreren Werken zusammenstellt, ist man oft teilweise das eine, teilweise das andere. Zweitens, ja, das ist manchmal kompliziert und oft sogar anstrengend. Aber ohne CC-Lizenzen wäre es noch viel komplizierter und noch anstrengender, denn dann müsste man alle Beteiligten einzeln um Erlaubnis bitten. Und selbst wenn man die Erlaubnisse bekommt, würden vielleicht unterschiedliche Lizenzbestimmungen die Sache deutlich verkomplizieren. Und wenn es sich dann nicht um Jedermann-Lizenzen handelt, dann könnten Dritte damit noch viel weniger anfangen. Soweit für heute. Eine wichtige Bemerkung noch, die Erklärung in diesem Video bezog sich immer auf Werke, in denen unterschiedliche Werke miteinander kombiniert, aber nicht untereinander vermischt werden. Man kann das gut daran erkennen, dass die Werke auch wieder voneinander zu trennen sind. Bei Vermischungen, juristisch spricht man dann von sogenannten Werkverbindungen, gelten andere Regeln. Wir haben auf unserer Website als Erklärung dazu Ausschnitte aus einem Buch bereitgestellt, als PDF. Außerdem können Sie dort die gezeigten Folien herunterladen und frei verwenden. Weil Buch und Folien jeweils mit einer CC-Lizenz versehen sind, müssen Sie nicht einmal fragen. CC und OER, seien Dank, alles Gute in diesem Sinne, auf Wiedersehen. Oh, ein OER-Demonstrant. OER, 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 OER.